Liebe Nutzer des FN Web, ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Herzlich willkommen zur 195. Michaelisbeste. Das ist das Volksfest überhaupt in Wertheim. Und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Besuch dieser Veranstaltung. Wir treffen uns in der Main-Taube-Halle zum Trinken und zum Essen und im Vergnügungspark, um viel, viel Spaß zu haben. Am Samstag, den 1. Oktober 2016, fand der erste Höhepunkt der 195. Michaelismesse in Wertheim statt. Da aber die Tauberbrücke fehlte, gab es in diesem Jahr einen neuen Streckenverlauf. Und zwar vom Bahnhof aus, links der Tauber, bis zur Festhalle. Auch die Begrüßung und Urkundenverlesung fand dieses Mal am Bahnhof statt, und Bürgermeister Mikulic konnte sich zurückblickend nicht einmal an einen verregneten Festumzug erinnern. Ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass es regnet, aber das macht nichts. Was aber die Gesamtstimmung nicht trüben solle, schließlich erwarte die Besucher wie immer ein tolles Festprogramm in der Festhalle, dem Weinzelt und natürlich auch auf der Gewerbeschau, dem Krämermarkt und dem Festgelände. Noch bis einschließlich 9. Oktober haben die Gäste die Möglichkeit, die Michaelismesse in Wertheim zu besuchen. Zur Gedächtnisfeier der von seiner königlichen Hoheit, dem Großherzog, erfolgten gnädigen Bestätigung des bürgerlichen Schützenkorps selbst, sowie des denkwürdigen Tages, an welchem seine königliche Hoheit geruhten im Jahre 1820, dem Frei- und Festschießen in Wertheim allerhöchst huldvoll beizuwohnen, die Abhaltung eines Jahrmarkts gewilligt worden. Demzufolge soll dieser Markt mit dem jährlichen statutenmäßigen großen St. Michaelis freien Festschießen in Verbindung gesetzt werden. Das gewöhnlich 3 Tage dauernde Schießen sowohl als auch der Markt werden daher, und zwar der Markt für dieses Jahr zum ersten Mal und so wie immer, auf dem freien Platz im Wörth am Main unterhalb der Stadt am 2., 3. und 4. Tag im Monat Oktober stattfinden. Wertheim, den 7. September 1822.